Sie halten es für einen Fehler, dass man die Dinge, wenn man sie merkt, nicht gleich zur Anzeige bringt. Ja, man muss natürlich immer sagen, wo fängt das an, wo hört das auf? Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, die am Tag mehrere tausende E-Mails bekommen, die sozusagen Schadsoftware beinhalten, dann muss ich natürlich Systeme finden, die das auch ein bisschen für mich koordinieren. Die gibt es auch. Das heißt also, wir haben sehr viel auch am Markt, muss man sagen, was man dafür nutzen kann. Weil, und das ist ja auch interessant, wir haben über Fachkräftemangel gesprochen, ein Absolvent für IT-Security kann mit einem abgeschlossenen Studium derzeit über 100.000 im Erstgehalt verdienen. 68% dieses Superjobs, der sozusagen unkündbar ist, weil jeder sucht ihn, wollen das Jobfeld aber ändern, weil das Stresslevel so hoch ist, weil man diese sogenannten Warnungen, die man tagtäglich bekommt, gar nicht abarbeiten kann. Also wir sehen da, wir brauchen letzten Endes Assistance. Wir müssen gucken, dass wir Systeme finden, die unsere Systeme so präparieren, dass man übrigens auch vielleicht irgendwann mal eine Versicherung bekommt. Ein deutsches Krankenhaus beispielsweise kriegt sowas gar nicht mehr für den Cybervorfall, weil jeder Versicherer weiß, das ist kein gutes Geschäft für uns, wenn die so aufgestellt sind, wie sie gerade aufgestellt sind.